Servus, willkommen zu einem weiteren Röhnchen Alien Stranded Dawn. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Kleiner, ich hoffe, du besonders. Heute finden wir raus, ob Quinn uns wirklich was bringt oder ob der Typ ziemlich nutzlos da rumrennt. Also, ich hoffe. Ich weiß allerdings auch noch gar nicht, wo er ist. Wir müssen ja auch erstmal zugucken, dass wir für den vielleicht eine Unterkunft kriegen, ne? Eigentlich sehe ich ihn auch nicht. Er scheint irgendwas zu bauen. Ich weiß allerdings nicht, was. Wir haben nicht genug Treibstoff. Uns fehlen. Aquin baut Befestigung. Der holt wahrscheinlich das Holz dafür. Könnte ich mir vorstellen. Das würde mich zumindest ziemlich glücklich machen. Wir haben nicht genug Pilze. Das ist auch toll. Ja, wir müssen dann mal gucken. Ich würde das jetzt hier gerne erstmal versuchen, einigermaßen einzuzäunen. Ja, das ist tatsächlich mein Plan. Ist irgendwie ein bisschen einzäunen. So, dass man sagen kann, am Ende, ne, hat man hier zumindest irgendwie Ruhe vor den ganzen Viechern, die hier so rumrennen. Emily baut Boden. Gut, die wird das dann hoffentlich bauen. Also das, was da wichtig ist. Ah, da wird was geschlachtet, das ist auch toll. Ah, 100 Fleisch verrotten in Kürze. Cool. Ja, was daran liegt, dass das keiner baut, weil ich weiß nicht, warum das keiner baut. Liegt das vielleicht daran, dass ich... Warte mal. Nee, da ist was auf Lager. Ich weiß nicht, warum das keiner macht. Warum macht denn das keiner? Kann ich das irgendwie priorisieren? Nee. Keine Ahnung. Es baut auf jeden Fall keiner. Ja, es sind auf jeden Fall schon mal ein paar Grundstoffe da. Das ist schon mal ganz gut. Hugo hat Hunger. Es ist kein Essen da. Es kocht also auch keiner. Boah, das geht mir halt auf den Sack, Alter. Das ist unglaublich. Wer ist denn hier für Kochen zuständig? Eigentlich sie. Aber die ist auch für Bauen da. Kann die das mit dem Kochen gut? Ja. Gut. Dann kriegst du Bauen eine 3, weil da hat ja jetzt Quinne 1 und Thalas immer noch eine 2. Ja, dann... Ja, jetzt haben nämlich 3 Hunger und ich habe denen erzählt, sie sollen kein rohes Essen außer Gemüse essen. Also vielleicht... hat Emmeline Lust... Nee, die macht erstmal lieber andere Sachen als kochen. Habe ich hier vielleicht irgendwas nicht... Fleischsuppe geht. Gemüse fehlen Ressourcen. Fleischeintopf würde gehen. Also, warum macht das keiner? Ja, Quinn schläft, weil er... Ah, hier ist fertig. Das ist schön. Dann können wir ja hier... mal einen Raum bauen aus Brettern. Dreh das mal. So. Tür... Was baue ich denn da jetzt gerade? Weiß ich nicht. Ich baue das doch einfach. Unterkünfte. Und dann machen wir hier ein Holzfenster rein. 2, so. Und dann ist da alles Taco. Kannst du da losmachen. Ja, ja. Das sind so Sachen. Platschnass. Ja, was willst du machen? Ich kann es da auch nicht ändern. Warum kocht jetzt hier keiner? Das sind Fragen, die stelle ich mir. Ich habe doch Strom. Ah, jetzt haben sie es zumindest geschafft, das hier zu bauen. Das ist ja toll. So, dann... machen wir da alles raus. Und machen hier alles raus. Und können dann hier alle auswählen. Kann ich das? Ah, das kann ich nicht. Alle auswählen. So. Dann machen wir das so. Und dann sollte das Essen eigentlich hier oben drin landen. Das wäre zumindest wünschenswert. Wenn das so ginge.
Aber es kocht ja auch keiner. Ah, jetzt werden hier die Tees produziert. Ach, das hat was mit dem... wahrscheinlich mit der Priorität zu tun. Ja, ich habe die Befürchtung... Unser Fleisch verrottet gleich. Das ist was ich ein bisschen schade finde, weil da keiner irgendwie losläuft und das was da holt. Ah, jetzt wird irgendwas besorgt. Jetzt, wo es abends ist. Und so alle verhungert sind halb. Mich interessiert, warum gehen die denn jetzt? Hör mir auf. Ich kann es nicht mal erklären, warum die Unfähigkeit so extrem ist. Das ist ja mit dem Essen, das läuft ja nur so zu keinem Zeitpunkt. Ah, naja. Holen wir nochmal ein paar Pilze. Wenn ihr so weitermacht, ne? So, geh jetzt was kochen. Die verhungern. Jetzt geht die ernten. Ich krieg einer einen Helm, Alter. Ah ne, er geht ernten. Dann koch du doch wenigstens diese komische Kacke. Ja, eigentlich ist ja kein Nahrungsmangel, das ist ja das Problem. So, alles was noch da ist, kann man ja... So, pass mal auf, wir jagen jetzt das da. Ich kann es da jetzt, das muss jetzt sein, ich kann es nicht ändern. Danke. So. Und dann können wir noch den jagen. Ich finde das sowieso lästig, dass die als bei mir rumkaspern. Holen sie Weizen, das ist auch schon mal schön. Das Feld muss dann auch größer werden. Dann gibt es ein bisschen Fleisch jetzt. Dann können wir noch den jagen hier. Und das. Ja, ja, das wird jetzt alles entfernt. Das schaffe ich jetzt alles raus hier. Das können sie glauben. Ich weiß nicht, was er jetzt wieder macht. Er jagt hoffentlich immer noch das Vieh. So, und dann habt ihr wieder ein bisschen was ihr verkochen könnt. Und wenn euch ein bisschen beeilt, dann ist es vielleicht auch so, dass wir das irgendwann noch in dem Leben hinkriegen, dass wir damit ein bisschen was machen können. Und nicht ganz elendig verhungern müssen. Jetzt pass mal auf. Wir haben ja das fertig, ne? Jetzt geht's ja weiter. Pass auf. Jetzt müssen wir beim Strom müssen wir jetzt einen Strommast bauen. Den können wir aus Holz machen. Mal gucken, wie weit ich den ziehen kann. Oh, das war dumm. Ich musste mir angewöhnen, vielleicht Shift zu drücken. So. Machen wir hier einen hin. Und da. Und dann drehen wir uns. Interessant, ja, ja, das ist ganz toll. Wir brauchen auf jeden Fall das beim Bett. Dann nehmen. Ja, das haben wir. Hier rum steht's denn. So. Dann brauchen wir was für Licht und Wärme. Wo war der? Da können wir eine Heizung reintun. Die machen wir nach hier. Und wir brauchen auch noch eine Deckenlampe. Oh, das ist aber doof. Na egal. Hauptsache, wir haben eine Lampe. Ah ja, und es war doch auch noch, die finden das doch auch blöd, wenn sie finden es doch blöd, wenn kein Boden drin liegt. Ich erinnere mich da an irgend sowas. So. Dann sind jetzt ein paar Jobs vergeben worden. Der transportiert Essen. So, dann weiter. Ich, auch Strom. Ah, ich weiß nicht. Das Problem ist, ich habe ein bisschen Bedenken, so viele von diesen Stromfressern einzubauen.
Weil wir können das hier aus irgendeinem Grund nicht bauen, weil mir dieses elektronische Gerät fehlt. So, und das hier können wir auch nicht fertig bauen, weil mir auch das elektronische Gerät fehlt. Kann ich die hier vielleicht irgendwie anfertigen? Naja, gut. Aber wir können eine Heilsalbe machen, das ist toll. Das Problem ist, sie machen halt trotzdem nicht genug Essen. Ich kann mir das nicht erklären, warum die es nicht geregelt kriegen, was zu essen zu erschaffen. Ich mache jetzt mal bei zweien. Pass mal auf, Quinn, du bist doch hier der Bauherr. Warum baust du das nicht einfach? Ja, bau das doch einfach, dann könntest du auch pennen. Es ist ja nicht so, dass nichts dafür da ist. Was? Warum? Was ist mit Hugo passiert? Warum ist Hugo gestorben? Nein. Nein, warum? Oh, ist der verhungert? Ach du Scheiße. Wie sieht's denn hier aus? Aha. Ja, das ist ja richtig Käse. Warte kurz, Ja, wir müssen den jetzt erst... Ach, das ist ja total dämlich. Das ist, weil die meiner Meinung nach nicht schnell genug kochen. Weil die meiner Meinung nach nicht schnell genug mit dem sind, was sie machen sollen. Weil das hier nicht priorisiert wird. Kannst du jetzt mal Quinns Waffen holen? Hugos Waffen? Hier, du sollst ja den Speer holen. So, und dann... Wir erdigen Hugo da hinten. Naja, schlachten werden wir den auf keinen Fall, auch wenn das vielleicht sinnvoll wäre. Das ist jetzt ein bisschen, das nimmt mich schon ein bisschen mit, muss ich sagen. Ja, dann könnt ihr das Bett jetzt zuweisen an Quinn. Hätte ich das gar nicht bauen brauchen da. Wie sieht's denn hier aus? Wir können eine Expedition starten, das ist gut. Seltsame Absturzstelle. Das kann Talas machen. So, wir starten Expedition. Jetzt sind wir wieder zu viert. Ich war so froh, dass wir einen fünften haben. Ganz ehrlich, ich habe mich wirklich gefreut, dass wir da einen fünften Hiopai angeschleppt haben. Ja, das wissen wir. Menschen sterben. Ja, kannst du verwerfen. Was will ich denn jetzt machen, Alter? Ja, es ist verstörend. Wir haben Hugo verloren. Ja, ich habe jetzt Talas losgeschickt, damit er vielleicht direkt 9 findet. Oh, Himmel, Herrgott, wie kannst du denn
durch. Also. Was ist denn hier schon wieder los? Hier war doch noch so ein Vieh. Warum jagt denn das keiner? Ihr macht das doch mal fertig da unten. Die zwei. Nee, nicht schneiden. Du sollst was jagen. Wer ist denn hier der Jäger? Dreh dich doch mal rum. Ja, wir müssen für Essen sorgen. Es tut mir leid. Da müssen doch schon mal Viecher erschossen werden. Ja, was willst du machen? Nahrungsvielfalt ist schlecht. Ja, das weiß ich. Das liegt daran, dass mein Gemüsefeld zu klein ist. Und Hugo... Ach, Hugo war auch der Gärtner. Das ist toll. Jetzt muss ich das ändern. Wer ist denn hier? 10 Futtertiere haben wir nicht. Hier. Ernten. Wer kann das noch? Ja, toll. Ja, komm her. Dann macht Talas das halt. Der wird ernten und pflanzen. Ach, ja, es war so schön mit dem 5 Leuten. Was ist denn da? Ah, da ist wegen Betonräume erforscht. Ja, das ist jetzt halt erstmal auch ad acta gelegt, die Geschichte mit den Betonräumen. Das ist alles nicht so cool. Nein. Nicht so cool. Expedition abgeschlossen, seltsame Absturzstelle. Einige Trümmer weckten mein Interesse, als habe ich mich dort umgesehen. Dabei stieß ich auf Überreste einer Kommunikationszentrale und mit etwas Mühe konnte ich einen intakten Orbitalfunkgerätkern bergen. Eine Chance auf Rettung. Naja, der kommt jetzt wieder und es passiert trotzdem nichts. Das wird der Kern der Geschichte. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird der Kern der Geschichte. Es wird nichts passieren. Jetzt war ich wirklich so froh, dass wir so einen 5. Seppel haben, ne? Und jetzt stirbt da noch der hier der Gärtner war. Meine, aber der Garten ist sowieso ein bisschen mies. Ja, den Toten gedenken. Ja, na, mach doch halt. Ah, jetzt ist Quinn der Jäger. Okay. Das finde ich irgendwie auch komisch. Er hat ja nur einen Bogen. Das Ding ist ja komplett scheiße. Können wir da nicht irgendwas machen? Sollen wir uns da vielleicht irgendwie was Schöneres besorgen? Ja gut, der hat's geschafft, aber warum hat denn der bei Kampf minus 18? Was ist denn da los mit dem? Hat er da keinen Bock drauf? Ah, das ist ihm gleichgültig. Okay, ja, das kann ich nicht ändern, dass dir das gleichgültig ist. Was macht sie denn da? Achso, die verfehlt das als... Clever. Was ist denn jetzt? Ah, er wird jetzt angegriffen. Oh, kannst du mal ganz kurz kommen? Der Typ kann gar nichts, Alter. Kannst du die Einberufung stoppen. Jetzt wird hier hoffentlich auch was geschlachtet von den Viechern. Arthalas ist auch wieder da, das ist hervorragend. Haben wir noch Sprit? Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich so richtig planlos, was die ganze Geschichte angeht. Wir haben ein bisschen Essen. Es kommt keiner auf den Gedanken, hier weiterzumachen mit der Fleischsuppe. Für Gemüse ist nicht genug da. Ja, weil wir kein Gemüse haben, weil, naja. Ach, das ist alles. Das läuft alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt fällt keiner mehr die Bäume. Dabei wollte ich wirklich sehr gerne. Ach, der Taler soll sein Nervenzusammenbruch, ne? Der soll mir nicht auf den Sack gehen. Ja, dass wir nicht genug Materialien haben, weiß ich. Au, das brauchst du mir jetzt als Anzeigen. Ja, der geringe Nahrungsvorrat, das ist mir auch klar. Aber es ist, glaube ich, auch kein Fleisch mehr da, ne? Oder? Nee, wir haben nur noch Tierfett.
ist nichts mehr da, was wir da benutzen könnten. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als was zu jagen. Ich müsste irgendwie... Was machen diese Hydrokulturen? Da brauche ich Strom. Feldfrüchte unter künstlichem Licht anbauen. So, pass mal auf. Da finde ich jetzt erstmal raus, was das kann. Und dann machen wir das. Da kannst du 3 hinstellen. Und dann bauen wir das erstmal. Wenn wir das denn können, was ich nicht weiß. Ist auch egal. Es wird schon irgendwie was werden. Katina baut das. Die hat Kochen 7. Was er für Probleme hat, weiß ich nicht, aber er holt irgendwas. Ich weiß allerdings nicht, was er holt. Er transportiert Tier heute. Könntest du nicht vielleicht einfach das Tier an sich transportieren? Das würde viel mehr helfen. Hier, dann jag nochmal diesen Eumel. Und dann kannst du die vielleicht nochmal um da hinten den kümmern. Ach, jetzt gibt es da noch ein Gewitter. Ja, jetzt rollt er rum, weil er klatschnass ist. Das ist taktisch. Ich glaube, es ist nicht... Ich glaube, es ist nicht gut gebaut. Warum ist denn der so deprimiert? Schlechte Laune, Risiko eines Nervenzusammenbruchs. Ich weiß nicht, warum. Der hat doch nur Stress. Und warum der gestresst ist, weiß ich nicht. Ja, dann unterhalte ich doch hier mit irgendeinem. Da sitzen doch genug rum. Und meine, die haben doch hier auch eine Dartscheibe und all das ein Quatsch. Die gehen mir was auf den Sender, ey. Zünder, ey. Gerät ohne Strom, ja. Echt? Auf den Gedanken wäre ich nicht gekommen. Hatte schon vor, da was für einen Strom hinzubauen, du Knallkopf. So, das machen wir jetzt mal so. Einfach erstmal was da hinstellen, das ist nicht schön, aber selten. So. Erstmal bauen, dann können wir es anschließen und dann sehen wir, was bei rauskommt. So, was machen wir da jetzt? Ich möchte da was pflanzen. Ah ja, okay. Feldfrucht. Was gibt's denn hier? Feldfrucht ändern. Getreide. Aha. Ah, das ist alles, was da geht. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut finde. Naja, mach mal Getreide. Hier kann keine Feldfrucht gepflanzt werden. Warum nicht? Durchschnittliche Gesundheit. Warum kann da kein... Okay. Verstehe ich nicht. Düng das. Wir werden schon irgendwie rausfinden, was damit passiert. Vielleicht muss man das auch drinnen aufbauen. Keinen Plan. Ansonsten... könnten wir noch ein bisschen... Wir könnten aber vielleicht mal das dann anbauen. Was haben wir denn hier für Nutzpflanzen? Wir könnten eine Buttermelone anbauen zum Beispiel. Mal gucken. Kriegt man so viel? Gut, dann können wir vielleicht dazu noch ein paar Früchtebüsche stellen. Und dann wird das schon. Irgendeiner wird das jetzt hoffentlich bald machen. Und sich damit beschäftigen. Meteoritenschauer. Aha. Während Katastrophe stürzen im Einflussbereich metallische Meteoriten zu Boden versuchen unter Schaden. Ja, das ist ja toll. Haben wir denn hier mittlerweile was aufgefüllt? Treibstoff ist fit am Start. Frachtkapsel, Trümmer. Kreuzfahrtschiff, Trümmer. Wir schicken Talas mal dahin. Ich hoffe ja immer noch, dass da vielleicht irgendeiner was findet.